Tag Leute und herzlich willkommen hier wieder zurück zu James Bond 007. Bloodstone, so heißt das Spiel. Ich kann mir das nicht merken, ich will mal Blackstone sagen, egal. Ich habe den Part eben schon mal aufgenommen, so wie immer ging die Tonaufnahme des Spiels nicht. Ich weiß nicht, woran es lag, ist auch egal. Deswegen, weiß ich jetzt natürlich schon, was passiert. Aber das geht halt nur ein Part. Danach ist es wieder für mich komplett blind, ist auch kein Problem. Es ist natürlich rasante Action und das ist ja sowieso bekannt. So. Wo die Gegner mich jetzt erschießen, weiß ich halt schon. Ich kann schon erahnen, aus welcher Ecke sie schießen werden. Aber allzu weit kam ich auch nicht. Zack! Jawohl! Es ist halt immer noch spektakulär. Ey, ich habe es gerade gespielt und dennoch ist es spektakulär inszeniert. Es ist einfach geil. So. Die Frage ist natürlich, kriegen wir den Halunken oder kriegen wir ihn nicht? Spoiler, wir kriegen ihn. Wer hätte das gedacht, oder? Hey Sie, ich heiße nicht Jay-Z. Ach ey, guckt euch das an. Jetzt werden wir hier noch vom Heli mitverfolgt. Alles für die Katze. Ja, wir könnten das natürlich auch ein bisschen stealthiger lösen, um dann wieder unsere One-Hit-Wonder hier freizuschalten. Unsere L2-Attacke. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt hier knallharte Action. James Bond braucht auch mal wieder die dicken Wummen. Das Geile ist auch, ich habe langsam mitbekommen, dass wenn die Gegner zu mehr auftreten, dass sie schlechter zielen. Aber guck mal, er ist gar nicht so doof. Er ist gar nicht so doof. Er verschiebt sich auch, geht dann hier hinten in Deckung. Also man kann den echt nicht vorwerfen, dass er rotzendämlich ist. Er ist nur dämlich. Das ist, naja, es ist ein Upgrade. Meine Güte, ey, man kriegt wirklich gut auf den Sack. Einmal ein bisschen unachtsam in die Ecke gelugt. Was sind das hier für ein Franzose? Wo kommt denn der auf einmal her? Die da hinten, die haben irgendwie das falsche Tarnmuster angezogen. Und Waffe hergeben. Jawohl. Guck dir das an, ey. Sowas zum Fließen. Das kann wirklich nur James Blond. So, wieder schnell einen Waffenwechsel und dann bist du dran. Zack. Er ist wieder in seiner Fallrückzieher-Einstellung. Ah, warte mal, gehen wir doch nochmal mit hier. Die AK-74, die ist echt gut. Die hat ordentlich Bums. So, zack. Na los, komm. Die sind so dämlich. Also, eben habe ich noch gesagt, es gibt... Aber das ist halt auch wie in der Realität, ne? Nicht jeder Mensch ist gleich. Der eine ist so clever und geht noch in die Deckung. Der andere sagt sich, ach, ich werde beschossen. Es ist eine gute Idee, jetzt die Leiter zu nutzen. Schalten Sie ihn aus. Ich mache die Übergabe. Ja, er macht die Übergabe. Das hätte er die ganze Zeit schon machen können. Wenn er nicht die ganze Zeit uns zugucken würde, wie wir auf den Sack kriegen. Er darf die Übergabe nicht verhindern. Ja, trafen mal hier. Keiner kann mich aufhalten. Oh, shit. Shit. Ach, ich wusste, dass der kommt. Und ich habe mich das letzte Mal gefragt, kann man den eventuell einfach nur schnell umrennen? Jetzt wissen wir, nein, können wir nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es war dumm. Hallo, geh in Deckung. So, von da rechts kommt ja noch einer, das wissen wir ja schon. Ja, ja. Genau, der verliert nämlich schon unsere Waffe, die wir gleich haben wollen. Ah, den kann man anscheinend noch nicht anschießen. Er wollte doch auch mit da runter, oder? Jawohl. Es ist immer so geil. Warum stürzen die sich noch runter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh oh. Oh oh, keine Deckung. Habe ich überhaupt eine Murmel getroffen? Ich glaube nicht. Okay, das ist echt sinnlos. Das ist wirklich brotlose Kunst hier. Das ist einfach nur Munitionsverschwendung. Aber ich glaube, so ist es auch in echt, wenn man so ohne Sicht aus der Deckung rausschießt, dass man dann nichts trifft. Das ist durchaus
der da drüben, der ist gefährlich. Wo ist denn der? Da ist er. Zack. So, komm, kletter runter. Tu uns den Gefallen und kletter runter. Na, endlich. Erst wenn ihm keiner Rückendeckung geben kann, dann klettert er runter. Wirklich in der allerletzten Sekunde. Wo er sich sagt, jetzt sterbe ich hundertprozentig. Schalten Sie ihn aus. Ich mache die Übergabe. Du machst gar nichts mehr. Dein Ende ist besiegelt. So, warte mal. Und zack. Ey, die Animationen sind so geil. So, den machen wir jetzt so platt. Jetzt kriegen wir... Ey, ich finde ganz ehrlich, so als Superheld sollte man nicht ein bisschen schneller rennen können. Das ist doch relativ langsam. Ich will einen Namen. Für wen arbeiten Sie? Niemals. Versuchen wir es nochmal. Wer war es? Wer hat Sie angeheuert? Ich will den Namen. Pomarov. Stefan Pomarov. Wohin bringt er die Papiere? Keine Ahnung. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Bitte. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ich habe keinen Nutzen mehr für Sie. Da haben Sie recht. Eiskalt, oder? Ich meine, hätte das wirklich James Bond gemacht? Ich vermute mal schon. Was ist Bond? Haben Sie die Forschungsdaten abgefangen? Nein, der Forscher ist tot. Aber ich habe den Namen des Käufers. Und? Pomarov. Stefan Pomarov. Ich habe ihn. Russischer Geschäftsmann. Keine Einträge, keine Polizeiakte, keine auffälligen Verbindungen. Laut Einwanderungsbehörden ist er in Monaco und fliegt heute Abend nach Moskau. Ich schicke Ihnen ein Foto und die Akte. Sind da. Benachrichtigen wir unseren besten Kontakt in Monaco. Ich rufe die Liste auf. Vielleicht kann er Pomarov aufhalten. Ich treffe ihn am Flughafen. Natürlich. Gut, ich nehme den nächsten Flug. Aeroport. Nice. James? Ich hatte Sie fast nicht erkannt. Entschuldigung, kennen wir uns? Flüchtig, aus England, glaube ich. Nicole Hunter oder Nikki für meine Freunde. Nicole Hunter? Die Schmuckdesignerin? Hab schon Schlimmeres gehört. It Girl, Promi. Hat mich gefreut, Nicole, aber Sie müssen sicher los. Also M schickt mich. Interessante Tarnung. Aber keine unangenehme Überraschung. Wollen wir? Der Wagen ist da drüben. Jetzt pass auf, und was für einer? Das Königsei, wer kennt es nicht? Wollen Sie fahren? Need for Speed. Ich fühle mich viel sicherer, wenn ein Mann fährt. Race Driver Grid. Es war stets ein super Begleiter. Und wer jetzt denkt, man darf es fahren? Er ist ein alter Lüstling. Aber für einen russischen Oligarchen ganz süß. Er hat Ölquellen, Diamantminen, eine eigene 737. Natürlich mit Goldbeschlägen. Woher kennen Sie ihn? Schätzchen. Es gibt 6 Menschen, mit denen es sich auszugehen lohnt. Und die Hälfte hatte ich schon. Hier abbiegen. Okay. Die Wahrheit ist, er liefert Chemikalien für die Gold- und Silberlegierungen meiner Schmuckstücke. Und ich soll eine Boutique in seinem neuen Casino in Monaco aufmachen. Er hat das Casino gekauft? Mhm. Das kommt in der Muss-ich-haben-Liste für Oligarchen, gleich nach dem Supermodel als Frau. Ich habe ihn dazu gebracht, seinen Flug nach Sibirien zu verschieben. Seine Frau ist dort, damit sie nicht sein ganzes Geld ausgibt. Wir treffen uns im Sitzungsraum. Sie haben also genug Zeit, in sein Büro und seinen Safe einzubrechen. Gut gemacht. Und wie sind Sie... Mit dem MI6 im Bett gelandet? So kann man es auch sagen. Schätzchen, die perfekte Tarnung. Modeschauen, Fotoshootings, Neueröffnungen... Ich reise um die ganze Welt und niemand denkt sich was dabei. Em hat Sie kontaktiert? Nicht ganz. Wie nicht ganz? Also, es gab vor ein paar Jahren ein kleines Problem mit der Steuer. Ein Steuerproblem? Und ein kleines Zollproblem wegen ein paar Diamanten. So endet also ein Mädchen aus der Klatschpresse beim MI6. Ja, James. Aber glauben Sie mir, wenn ich muss, kann ich sehr diskret sein. Sie können mich vor dem Casino absetzen. Ich lege vor dem Meeting noch meine Kriegsbemalung auf. Ich schreibe Ihnen dann eine SMS, kurz bevor wir fertig sind. SMS.
Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Das Spiel ist von 2010. Schrieb man da noch SMS? Echt? Doch, kann sein. Doch, ich denke schon. So, und wer jetzt denkt, Alter, jetzt will ich mit der Karre fahren. Nein, er hat dieses Tor hier zugemacht und wir dürfen es nochmal begutachten, dieses Auto. Aber wir dürfen nicht hin. Wir haben ein neues Missionsziel. Das stand da gerade. Ich habe es leider nicht gelesen. Aber es gibt nur einen Weg und den werden wir gehen. Wir sind hier auf einer Privatparty und ich fand es hier relativ nice. Guckt mal hier. Ist das nicht geil? Es ist doch einfach geil, oder? So ein schönes Feuerwerk, einfach so eine Privatparty und die ganze Stadt, die ballert. Und das alleine wegen dieser Privatparty. Ansonsten gibt es hier keinen Anlass. Alles klar, James. So, so muss man zum Beispiel auch in Clubs oder so keine Einladungskarte oder irgendwas vorweisen. Man tut einfach beschäftigt. Handy ans Ohr, so tun, als würde man wichtig sein und geht einfach an dem Türsteher vorbei. Das funktioniert ohne Probleme. So, wir müssen einen Weg finden, und zwar in das Casino. Wenn er etwas Ungewöhnliches bemerkt, regelt er das Casino ab. Verstanden? Keine Sorge, James. Ich weiß, wie man einen Mann wie Pomeroff beschäftigt. Oh ja. So, jetzt geht's hier hoch. Und es gibt natürlich wieder verschiedene Wege, das zu lösen. Stealthig oder halt... Alter, voll in den Hoden geschlagen. Oder eben mit der... mit dem Knüppel drauf. Und ich werde es natürlich wieder versuchen, hier irgendwie das stealthig zu lösen. So, der hatte mich nämlich das letzte Mal schon erwischt. Der dreht sich ganz spektakulär auf einmal um. Und damit rechnet man erstmal nicht. Deswegen bin ich gleich hinterher gerannt. Also viel weiter habe ich es auch nicht gespielt. Ich sag euch dann wirklich, wenn es wieder blind wird. Ich bin jetzt so ein bisschen durchgerusht, weil ich sie halt kenne. So, der wartet hier auch freundlicherweise. Zack! Gekuschelt. Und ich glaube, hinter der nächsten Ecke wissen sie es dann doch schon, dass man kommt. So. Und der ist zum Beispiel neu. Dieser Kollege. Der war vorhin nicht da. Ich vermute mal, weil sie uns jetzt hier erwischt haben. Wird uns ein Gegner mehr auf den Hals gesetzt. Aber okay, finde ich in Ordnung. Und hier war ich ein bisschen enttäuscht. Diese Kamera, da, wir müssen sie hacken. Und dieses Minispiel besteht einfach nur daraus, dass ich X drücken muss. Da fand ich das bei dem Vorgänger, was wir da gespielt hatten, ein bisschen geiler. Das war anspruchsvoller. Aber okay, 1984. So, hier dachte ich erst, das muss ich hacken. Aber dann habe ich gesehen, die Blumenkübel geben eigentlich gut Deckung. Um einfach durchzulaufen. James. Pomeroff ist immer noch. Also eigentlich haben sie mich ja entdeckt, aber irgendwie war ich dann... Ich war der Schatten. Der Schatten, der die Nacht durchfährt. Ruhig bleiben. Er ist bestimmt nur spät dran. Das muss funktionieren. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich muss los. Oh ja, gib dein Bestes. So. So, ganz schnell. Sehr geil. Das hatte ich zum Beispiel das letzte Mal nicht geschafft. Oh, Pep. Das war geil. Ey, es lohnt sich wirklich, das Ding dann nochmal durchzuspielen. Das war doch einfach nur geil gemacht. Scharfe Waffe, da krieg ich gleich erstmal eine Trophäe. Hat mir sehr gut gefallen, wie ich das hier gemacht habe. Muss ich mal wieder selbst loben. Allerdings kannte ich es jetzt. Also diese L2-Taste, das ist schon cool. Zack. Ja, guck dir das an hier, eiskalt. Zack, tja, da hat er sich umgedreht, da hat er die Lunte gerochen. Ja, die wundert das aber auch nicht, dass sich die Kollegen nicht mehr melden. Die fragen nach, meldet sich nicht, alles klar. So, Kontrollpunkt erreicht. Ja, ja, da ist etwas, guck mal her. Zack. Zack.
L2-1 Risiko. Also diese L2-Taste, wenn man die wirklich einzusetzen weiß, dann ist die wirklich Gold wert. Ach stimmt, da oben. Da oben, der hat erstmal nicht gesehen. Und auch beim zweiten Mal habe ich ihn wieder übersehen. Der kriegt es aber auch nicht mit, dass die da unten rumschreien, alle sterben. Das finde ich auch krass, oder? Diesen halben Meter, den hier runterfällt. Tödlich. Tödlicher Fall. So, und wir haben von dem jetzt auch diese schöne Uzi bekommen. MP7. Ja, ja, das kann man wahrscheinlich auch leise machen, aber... Wer will das schon? Wer will das schon? Jetzt wollen wir mal ein bisschen ballern hier. Zack! Tja, wer nicht schießt, der hat schon verloren. So, ich glaube, das war's sogar schon. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ich bin im Casino. Lenken Sie Pomerov ab, bis ich sie finde. So, Leute. James, aber Moment, er kommt. So, Leute, so, Leute. Kontrollpunkt erreicht. Oh, richtig schön aus dem Schwung. Da haben wir noch sein Achselschweiß gesehen. Mein Gott, Stefan, das Gemälde. Wie bist du da rangekommen? So, das weiß ich jetzt schon, dass ich hier hin muss. So, Leute, und jetzt habe ich den Part beendet, denn wir müssen was machen. Durch die Tür zu kommen. Der Code scheint auf 3 Wachen im Casino aufgeteilt worden zu sein. Jeder hat nur einen Teil bei sich. Ich markiere ihre Standorte auf ihrem Telefon. Scannen Sie ihre Zugangskarten, um den Code für den Lift zu erhalten. Ja. Und genau so ist es. Wir brauchen einen Zugangscode. Dieser Zugangscode ist aufgeteilt auf 3 Personen, wie er das gerade erzählt hat. Ich erzähle es nochmal nach. Und zwar auf den Veranstalter, den Manager. Und hier drüben haben wir den Sicherheitschef. Und das fand ich war ein guter Cliffhanger. Aber jetzt bin ich so schnell durchgerusht, dass wir uns schon langsam aber sicher zum Sicherheitschef begeben. Und versuchen schon hier das erste Drittel des Codes herauszufinden. Allerdings weiß ich nicht, wo es lang geht. Also ab jetzt ist es für mich wieder blind. Vorausgesetzt, die Aufnahme hat funktioniert. Und ich muss es nicht nochmal aufnehmen. Was heißt muss? Es macht ja Spaß. So. Da ist der Sicherheitschef und der wird ziemlich gut bewacht. Nein. Okay, Waffenwechsel. So, das war der große Sicherheitschef. Der große Sicherheitschef mit seinen 5 Gurken. Hat richtig gut geklappt. So, was ist hier, Sicherheitschef? Das war nichts, ne? Zum Scannen. Einer weniger in 007. Okay, das war kurz und schmerzlos. Wir hätten die wahrscheinlich auch irgendwie Stealth killen können, aber wir hatten jetzt einfach hier diese L2-Möglichkeit und ich finde das eigentlich auch geil. Einfach mal schön durchzubraten. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, dieser Raum, der ist separiert. Da komme ich nicht mehr anders raus, außer diese eine Tür. Ich verstehe auch nicht, was ist, wenn wir die Waffe einstecken. Die Waffe einstecken und einfach mal jetzt nicht rumholzen. Diese Option gibt es für James Bond nicht. So, wo müssen wir denn hin? Der Veranstalter, da unten ist er. Was ist, wenn ich den von hier oben jetzt anschieße? Dann wird wahrscheinlich irgendwie eine Massenpanik ausbrechen. Ah, ich kann den natürlich von hinten hinter die Ecke zerren. Das werden wir wahrscheinlich versuchen. Hier, Bran, Dracula. Jetzt bin ich wieder hier. Das war so nicht geplant. Das ist wahrscheinlich die Tür, wo wir eben schon waren. Und das ist wieder das... Ah, kann ich es jetzt benutzen? Nee, schade. Ich dachte schon mal, die ersten 2 Zahlen eingeben. Ja, muss ich den von jetzt... Es kann doch nicht sein, dass ich den von da oben abschieße, oder? Ich meine, den anderen kann ich natürlich von hier abknallen. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ich kriege keine Schussfreigabe. Na gut. Ich kann den doch nicht von hier oben abknallen. Ah, ich kann den von hier oben scannen. Ach so. Man muss nicht immer töten. Noch einer Bond.
Alles klar. Dann kann ich den anderen wahrscheinlich auch von oben. Ah, das ist ja blöd. Das ist doch blöd. Dann hätte ich wahrscheinlich den Sicherheitschef gar nicht töten müssen. Sie haben alle nötigen Daten, um Pomerovs Lift zu betreten. Dann tut's mir leid für den Sicherheitschef und seine 5 Kollegen, dass sie jetzt leider das Zeitliche gesegnet haben. Das wollte ich natürlich nicht. Also wollte ich schon, aber ich habe keinen Ausweg gesehen. So, wir haben diese Tür durchschritten. Was wir jetzt hier machen müssen, werden wir sehen das nächste Mal. Haut rein.